Ach nee. Eingang. Jetzt. Muss sie ja alles neu einstellen. Willkommen, willkommen. Da sind wir. Nach langer Bastelei funktioniert Red Dead Redemption immer noch nicht. Rockstar hat einfach nicht seit 2 Tagen geantwortet. Denken sich wahrscheinlich auch. Ja. Kotzt mich richtig an, dass das nicht funktioniert. Gibst du 50 plus Euros für ein Spiel aus, was dann nicht funktioniert? Immer wieder sofort crasht. Also spielen wir heute Satisfactory. Was auch sonst? Könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich da fühle. Seit 2 Tagen sitzt man wie auf heißen Kohlen und probiert das Spiel zu starten. Und nichts passiert. Nix. Dann möchtest du eins aufs Maul? Ja! Und so, ne? Gut. Last Save, Manual. Spiel mal ein Spiel, wo die Entwickler wenigstens daran interessiert sind, dass die Spieler halt spielen können. Nein! Na, ah, shit. Runtergefallen von meinem Turm. Essen wir ein paar Nüsse. So, wo waren wir hier? Das muss ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in meiner Hand halten. Was baut er hier? Stärkte Eisenplatten, okay. Wo bauen wir den Container dafür hin? Hier neben gleich. Ja, ne? Im Container. Da fehlt uns das, okay. Das kriegen wir aber schnell hin. Stahl haben wir ja schon eine Produktion. Ja, Gott sei Dank. Noch ein bisschen Zeug holen. Hier Beton. Solange das Projekt da hinten noch nicht fertig ist, bleibt die ganze Anlage erstmal noch stehen, weil die ja noch produziert. So. So. Was brauchten wir hier? Stahlträger, glaube ich, ne? Stahlträger. Da können wir erstmal ein paar bauen von. Genau. Davon kann man nie genug haben, von so einem Stahlbetonträgern. So.
kurz was nachgucken. Okay. Habe ich hier irgendwas eingestellt? Scheint fast so. Von wegen FPS-Limit oder so. Meine Grafikkarte sagt 40% ausgelastet. Kurz in die Einstellung gucken. Halt, nicht zurücksetzen. Oh nein! Wiedereinstieg? Was heißt das? Starte ich neu? Selbstmord? Huch! Einmal Selbstmord. Haben wir alles wieder. Okay. Ah, so. Okay. Dann habe ich den weggelegt. So, wir wollten bauen ein Lagercontainer. Da ist der Ausgang, dann kommt der Eingang dahin. Sparen noch ein bisschen Platz. Okay. Wollte gerade sagen, kommen mir keine Schrauben mehr. So nicht genug. Produzieren die da nicht genug? Der produziert und hat. Ach, davon fehlt denn was. Okay. Fast runtergefallen. Oh mein Gott.
Irgendwie könnte das besser laufen. Wir könnten hier fast noch eine Produktion gebrauchen. Kriegt der denn genug? Ja. Eigentlich schon. Ein Slot wäre da sogar noch frei. Produktion, Konstruktor. Da rein, da raus. Was soll er konstruieren, die Dinger? Eisenstangen. So. Und dann nehmen wir das Ding da weg. Fusionator. Der steht genau daneben jetzt. Meh, gar nicht gut. Nee, gar nicht gut. Nochmal. Fusionator. So vielleicht. Gut. Von hier aus. Also rein. Ich. Von hier aus auch nicht so rein. Ungültige Form. Ich drehe noch durch. Wie kriegen wir das hin? Und wenn wir den nach oben legen? Und Fusionator hier hin bauen. Komme ich hier nicht mehr durch?
So. Sollten wir insgesamt doch genug Zeug haben. Jetzt geht er da irgendwie quer durch. Das ist natürlich auch nicht so schön. Das geht so nicht, das will er nicht. Das will er dann auch nicht. Ja, Mist. Sechs. Können wir das so machen? Hier noch so ein Ding. Das mag er nicht, okay. Von hier nach da will er auch nicht mehr. Probieren wir noch was anderes. Ja. Warum nicht? Sag mir jetzt nicht, das geht nicht. Ist zu steil. Ist doch nur von da nach da. Nehmen wir den erstmal weg. Nehmen wir den erstmal weg. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Mal den. So mal drehen. Kriegen wir das denn irgendwie hin? Da oben ran. Ungültige Form. Nimm. Das wird wohl nicht funktionieren, wa? Nee. Zu wenig Platz. Was können wir da machen? Können wir denn jetzt noch so ein Ding hier hinstellen? Vielleicht hier so? Jetzt komme ich nicht mehr durch.
Ach, einen Kreis könnte ich bauen. Na toll. Nicht genügend Freiraum. Und da rein will er nicht. Das ist ja kompliziert. Das ist ja kompliziert. So, schon besser. Können wir den da abreißen? Gut, gut. Der lagerte nie ein, okay. Läuft denn okay? Machen wir denn? Sieht aus, als ob die Schmelzen nicht hinterherkommen, wa? Hier scheint erstmal zu laufen alles. Gut. Haben wir die Sachen schon mal. Kommt denn da draus, okay? Stahl, auch Kupfer und Stahl. Motoren könnte ich hier auch bauen lassen. Mal gucken, wo kommen die Dinger denn raus? Da. Hui. Machen erstmal das Förderband weg. Das hier weg. Ein Splitter. Na, Moment, erst das Ding noch weg. So, Splitter. Wo haben wir den Eingang? Da haben wir den Eingang. Könnte ein kleines Platzproblem geben.
A little bit. Dann bauen wir erstmal anders. Bisschen großzügiger. Das sollte reichen. Er braucht Hocheisenstangen, okay. Dann kommt hier der Splitter hin. Und da kommt's rein, da geht's raus. Gut, dann haben die Dinger wieder zu tun. Ich hätte ja noch einen alternativen Ausgang für die Dinger oder hier. Und Schrauben. Okay. Wir haben hier zwei Schraubenproduktionen, okay. Wie ist das denn? Ja, wird minimal mehr. Stellen wir da auch einen Konstruktor hin oder machen wir das auf der Gegenüberseite? Könnte man auch auf der gegenüberliegenden Seite machen. Konstruktor hinbauen. Nee, kein Konstruktor, ein Manufaktor. Den da so hinbauen. Könnte vielleicht ganz gut sein. So, mal gucken, kriegen wir hier noch Strom hin? So. Die Dinger daran. Schrauben daran. Hm.
baut er schon mal Motoren. Da brauchen wir Stahl für. Auch Stahl für, da auch. Eisen und Kohle, glaube ich, ne? Um Stahl zu schmelzen. Gießerei. Genau. Kriegen wir das hier so hingebastelt? Oder ist das zu hoch? Das ist ihm zu steil. Und hier würde es passen. Kohle müssen wir uns hier herholen irgendwie. Das ist der Kohlebehälter. Bauen wir hier einen Splitter hin, wa? Dim, dim, dim. Gut, denn von hier aus da so rein. Und von hier aus teuer, ach, dann fehlen diese Panzerplatten. Dann warten wir damit noch. Holen wir uns noch so eine Panzerplatten. Ich habe so das Gefühl, ich werde das bald wieder abreißen und neu bauen. Würde vielleicht sogar Sinn machen, die höher zu bauen und da oben drüber, ne? Ja, das würde Sinn machen. Eigentlich bräuchte ich denn auch noch einen Fördermast. So.
Red Dead Redemption, ja. Gib's bald. Dann möchtest du eins aufs Maul. Ja! Rockstar. Jetzt noch mit dem Müll zu werben. Der nicht funktioniert. So, das haben wir, das haben wir. Dann braucht das Ding noch Strom, glaube ich. Kriegen wir hier noch Strom abgezweigt? 4 von 4. Das ist nicht so gut. Was das Ding hier? Ach, das braucht gar keinen Strom. Hä, verdammt. Kriegen wir hier noch einen Strom her? Dann stellen wir hier mal einen Strom hin. So, muss ich dir noch sagen, Stahlbahn? Ja, Stahlbahn. Schmelz mal. So, dann habe ich Stahlbahn. Kann ein Konstruktor was mit Stahl anfangen? Ja. Also kommt da Container und danach ein Konstruktor. Was? 300 Megawatt schon erreicht? Müssen wir mal gucken, was können wir denn erstmal stoppen. Machen wir hier die Mine aus. 3 immer noch nicht. Dann machen wir die zweite Mine hier auch noch aus. Nehmen die Übertaktung raus. So, dann mal gucken. Diese Metallrahmen brauche ich. Motoren habe ich. Okay. Deswegen haben wir so viel Energiebedarf. Hier ist alles noch übertaktet. Sechste aktuelle Strombedarf. Kriegen wir da noch einen Miner am Laufen? Gut. Dann müssen wir noch ein paar Sachen einpacken. Nee, reicht doch nicht. Schade. So schön ruhig.
Dann machen wir dich aus. Klick. Diese Dinger, davon nehmen wir mal 100. Dann habe ich schon wieder Kohle in den Taschen. Das muss ja nicht, sagt der ist voll. Eieiei. Container ist voll mit Kohle. Reicht das dafür noch? Willst du denn? Ach, der ist schon voll. Ah. Vielleicht sollte ich doch erstmal hier weiterbauen, aber Strom ist auch wichtig. Nee, ich glaube, Strom ist auch extrem wichtig. Erstmal ein paar Eisenstangen. Dafür, dass hier drei Dinger Eisenstangen produzieren. Oder zwei. Na gut, ein läuft nach oben rein. Ah, full. Okay. Voll. Müssen wir noch ein paar von den Stahlrahmen herstellen. Das können wir ja noch gleich noch ein paar verbauen. Stahlbetonträger, ja. So, irgendwie wollten wir noch Kabel bauen, genau. Sollte reichen. Haben wir jetzt Energie. Das haben wir genug. Okay.
müssen wir noch mal zur Energieversorgung laufen. Wobei eigentlich brauchen wir das gar nicht, ne? Wir haben ja hier auch Kohle. Hier ist ja auch Kohle. So ein Riesenteil, ey. Ein Aussichtsturm stört. So, dann hat sich das hier schon wieder fast gegessen. Sollen wir das hier mal demontieren? Noch ein Splitter. Hier nach oben? Wäre es möglich? Nee. Schade. Hier lang geht's auch nicht. Den hier so hinstellen. Den so als Eingang. Hier so als Ausgang. Zu steil. Zu steil. Immer noch? Gut. Dann müssen die noch einen Stromanschluss kriegen. Und eine Netzverbindung irgendwie, ne? Würde ja sonst nichts bringen, wenn du keine Netzverbindung hast. Sollten wir genug Säft haben.
Kann ich da hinten den wieder anschalten? Dreißig Hertz pro Minute. Der kann 45 verarbeiten. Bringt ja nichts, wenn er bloß 30 kriegt. Und 30 Eisenbahn pro Minute. Er bräuchte 45. Hm. Bringt denn das über Takten ja auch nicht wirklich was, ne? Hundertzwanzig Schrauben. Er produziert 90. Das war 135. Schafft das 120? Im Ruhig und nicht mehr als 120 herstellen lassen, wenn das Förderband das nicht schafft, ne? Und 20 Eisenplatten. Wie werden denn da produziert? 15. Auch zu wenig.
brauche die Schrauben auch nicht übertakten, wenn das andere nicht reicht. Gehe ich mal ganz stark davon aus, ne? Dann sind beide gleich lahm. Er braucht 18 Eisenstangen pro Minute und 132 Schrauben. Er baut 15. Ist auch ein bisschen zu wenig. Bräuchte 22,5. 15. So spart man sich die ganzen Übertaktungsdinger. Kann ich schon so einen großen Container wieder bauen? 13 von 15, nein. Fehlt noch ein bisschen was. Ich packe erstmal den Beton aus den Taschen. Ich habe so viel Krams in den Taschen. So. Vielleicht auch nur ein bisschen Draht rausschmeißen. So sollte es eigentlich gut sein. Ganze Kohle erstmal rauswerfen. So viel Kohle in den Taschen. So. Jetzt sollte das dann wieder klappen mit so einem Container, ne? Ja. Weil da könnte dann wahrscheinlich noch eine zweite Schmelze vertragen. Würde die hier noch hinpassen? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Container dann hier so landet. So. Hier ist auch Stahl drin, ne? Ja. Ja.
Gut. Wie fühlt sich das hier schon mal? Klingelt das gerade? Klang gerade wie ein Telefon. Das ist der Nachteil, wenn man so eine Kopfhörer hat, die über die Ohren rübergehen, ne? Ich habe das jetzt eben nicht gehört. Hat das eben geklingelt, das Telefon? Schwierig, schwierig. Ja, wer weiß. Was haben wir hier? Gibt um 19 Uhr ein Alt-V-Test, okay. Okay, okay. Ja gut, weiß ich Bescheid. Aber jetzt nicht. Apropos, mal testen, ob das klappt. Nicht? Ich hab doch da was gepostet. Jetzt spackt das Ding schon wieder rum, ey. Nee. Kleinen Moment, ich muss mich mal rum eben bei Restream wieder einloggen. Nee, 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 nee. Und den Benutzernamen noch. So. Einloggen. So. Geht das jetzt? Ich glaube, jetzt sollte es geklappt haben. Nochmal in den anderen Bot gucken, ja. Momentan findet eine Verlosung statt. Auf Sliver. Könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt. Kostet nichts. So. Der Konstruktor, der konnte Stahlsachen herstellen. Stellen wir hier einen Strommast noch hin. So. Dann brauche ich ja wieder einen Splitter. Oder benutzen wir gleich beide Fördermaßnahmen? Können wir ja auch, ne? Jetzt nicht genügend Freiraum, dass er den nicht daran bauen will. Ah, schon besser. Okay. Du baust Stahlträger. Und du? Stahlrohre.
Ich hätte hier noch viel, viel mehr bauen müssen. Mal wegkriegen würde. Aber da glaube ich, brauche ich später Sprengstoff. So. Schon mal hochgeheilt. Der braucht Stahlrohre und Kupferdraht. Kupferdraht kriege ich von da hinten aus der Ecke. Vielleicht baue ich das alles noch mal um. Das läuft zwar irgendwie, aber irgendwie ist das auch ganz schön komisch, ineffizient. Und schlecht erweiterbar. Nächste Upgrade brauche ich jetzt Motoren, glaube ich, ne? Also ein Rahmen und Motoren. Wo ich erstmal so eine Fertigungsstraße für so einen Rahmen baue. Stahlrohre. Und die Platten. Beides zusammenschmeißen kann. Nee, vielleicht nicht. Überlegen.
Also die Eisenplatten kriegen wir ja von hier hinten irgendwie. Sind die hier drinnen? Ja, da. Ich glaube, ein Stahlrohrproduzent wird da nicht ganz ausreichen, ne? Ach, da fehlen mir jetzt noch die anderen Dinger für. Komm erst mit Beton und vergrößere die Fläche. Erst bringt man Beton weg, dann holt man sich wieder, ne? Was kostet denn schon genug Beton? So nicht. Ich bin mal gespannt. Mit dem nächsten Update soll ja Statik dazu kommen. Dann wird hier alles zusammenfallen, weil da alles überhängt. Also müssen sie irgendwie noch Stützen oder was dazu erfinden. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde das bald nochmal abreißen und irgendwie neu bauen. Alles anders strukturieren, dass vielleicht zwar mehr Förderbänder notwendig sind, aber dass das dann anders ist irgendwie. Ich habe da so ein paar Ideen schon im Kopf. Raufsetzen, wenn wir zwei raufsetzen, haben wir dann die Höhe von so einem Container. Ach, da brauchst du wieder so ein Zeug. Verdammt. Haben wir hier nicht irgendwo Treppen? Oder habe ich die Treppen noch nicht erforscht?
Das könnte passen. Haben wir denn hier ein Level, wenn ich jetzt hier so bin? Scheint so, ne? Da bräuchte ich denn dünnere. Oder ich mache da noch eine Etage rauf. Ein Spieler ist im Weg. Meh. Was hatte ich jetzt? Treppe links? Ich glaube. Mehr oder weniger, es hat dieselbe Höhe, okay. Du hast zweite Etage, ne? Gedacht. Scheint zu klappen, dass ich drüber bauen kann. Natürlich nur bis zum bestimmten Punkt, ne? Ah, hier stört denn das, okay. Uah, fast runtergefallen. Kann ich das hier so hinbauen? Ja, sieht so aus, okay. Zumindest die Grundgerüste für sowas hier kann ich schon bauen. Ob das da unten dann halt so bleibt, das sei mal dahingestellt. Wo ist mein Beton schon wieder alle? Oh, wenn ich hier einmal zu schnell gehe. Fehlt mir überall. Beton. Da muss ich aber irgendwas hinbauen, da falle ich bestimmt irgendwann mal runter.
Schon wieder voll. Hier ist schon wieder Kohle in den Taschen. Blätter weg damit. Kalkstein weg damit. Wo hier noch eine Stütze hin. Ach, da sagt er nicht genügend Freiraum. Okay. Mal gucken, was können wir denn hier noch schöne bauen? Wand. Halt da nicht runter, Segel. Kommt hier eine Lücke her. Ich dachte, das passte mal nicht so genau. Na, hier kann man noch runterfallen. Da muss noch eine Wand hin. Bei meinem Glück, ich weiß wieder, dass ich runterfallen werde. Lieber da so eine Wand hinbauen. Gut.
Nein. Der Plan sieht denn aus, später mal auf der ersten Etage alle Produktionen zu haben und auf der zweiten Etage dann alle Container. Ui, fast runtergefallen. Oder andersrum, weiß ich noch nicht. Da kann man ja schon mal bauen, die zweite Etage. Vielleicht versetze ich die Kraftwerke noch. Oder mit großer Wahrscheinlichkeit versetze ich die Kraftwerke noch. Damit ich dann mit der Decke da weitermachen kann. Nein. Genau. Bauen wir hier noch eine Treppe hin?
müsste ich auf Höhe sein, oder? Noch ein Stückchen. Jetzt. Eine Reihe. Ne, kriegen wir gar nicht hin, haben wir keinen Beton mehr. Aber wahrscheinlich werde ich die Schmelzen nach oben stellen und die Produktionsdinger und die Container nach unten. So einen Aussichtsturm bauen. Obendrauf, das würde ja schön sein. Zu teuer, okay. Fehlen mir denn wieder so eine Stangen. Stangen abgreifen. Sind hier welche drin? Cool. Genau, kann ich erstmal den Beobachtungsturm hier hinbauen. Ja, haben sie cool gemacht, die Sachen, die weiter weg sind, die updaten dann langsamer. Deswegen ruckelt das da hinten so ein bisschen. Da ist auch noch mal Eisen. Könnte man sich irgendwann noch rüberbauen mal. Darüber. Ganz schön hoch.
Ach, die sind jetzt voll, ne? Gucken, können wir noch was anderes bauen? ...58 Statue kann ich bauen. Okay. Sind schon mal ein paar Motoren. Da fehlen noch Schrauben. Modulare Rahmen kann ich auch noch ein paar bauen. Wobei die mit Stahlrohre besser sind. Stahlbetonträger fehlt mir Beton. Komm erstmal eine Menge Beton. Huch. Lang. So viel Beton kann man gar nicht holen. Muss doch erst wieder produzieren. Brauchen wir Rohre, aber die produzieren ja. Dann kann ich die Motoren hier schon mal abliefern. Ein bisschen Platz schaffen hier. Machen wir das erstmal so, zu teuer. Panzerplatten.
Panzerplatten haben wir hier. Hauen wir das erstmal da rein und das erstmal. Sammelt sich das schon mal an. Muss ich mal sehen, wo wir die Dings hinbauen, die Kraftwerke. Da brauche ich diese modularen Rahmen. So, da brauchen wir die Stahlruhe und die Panzerplatten. Da drin. Wo zieht er hier überhaupt was? Motoren voll, okay. Habe ich noch Beton bei? Ein bisschen. Kommt die Kohle, Erzlieferung nicht nach. Musste ja mal kurz anhalten, okay. Aber bloß weil er übertaktet ist. Das jetzt rausnehmen sollte, das reichen. Gut. Ja, wegen Strom. Muss ich mir noch Gedanken machen, wo ich den Strom hin tue. Hier ist alles ein bisschen zu.
Haben wir hier nicht irgendwo noch eine Rampe? Schwierig, schwierig. Brauche ich ja mal einen Untergrund, ne? Muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Es könnte böse enden. Mich so hoch. Könnte knapp werden, ne? Bauen wir eine Treppe. Bloß nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. This specimen. Mhm. Ist geharvestet. Muss nicht runterfallen. Eieieiei. Alles zurückbauen.
Ja, Red Crash Redemption. Wer sich kauft, wird von Rockstar erstmal kräftig abgezogen. Ich persönlich hab's bereut, Red Dead Redemption gekauft zu haben. Und jetzt schon 48 Stunden, wo sie toter Mann spielen und nichts von sich hören lassen haben. Obwohl ich detailliert Logs gesendet habe. Die wissen wohl selber nicht, was sie da programmieren. Gut, haben wir das geharvestet, aber ob das was bringt jetzt? Seltsame außerirdische Gestalt. Wo bauen wir das hin? Am besten auf dem Weg, wo die Kohle schon herkommt. Diese modularen Rahmen müsste ich mal bauen, ein paar. Sechs von denen und sechs von den Rohren, okay. Dann holen wir uns mal ein paar Rohre da raus. Brauchen wir den alternativen modularen Rahmen. Kann ich den gar nicht bauen? Es hat bloß ein Rezept für. Okay. Scheint fast so. Bauen wir trotzdem noch ein paar von den Dingern. So. Noch ein bisschen Beton eingepackt. Hier kommt ja die Kohle an. Von da kommt die Kohle.
Oder haben wir da hinten noch ein bisschen Platz, dass wir da noch ein paar dazustellen können? Ich spiele schon 2 Stunden. Aha, aha. Gut zu wissen. Kohlegenerator. So. Wenn ich das hier nochmal splitte. Ein Splitter. Bauen wir hier noch mal einen Splitter. Kreisen das hier noch mal ab. Gut. Läuft das hier auch? Dann haben wir wieder genug Saft.
Wobei, ein Slot hat er noch, ne? Den könnte ich vielleicht noch bauen. Da fehlen die modularen Rahmen wieder. Okay. Erstmal mal trinken. Wie, die Pflanze hält mich auf? Das ist ja toll. Muss ich den vielleicht auch noch updaten? Überall die schnellen Förderbänder. Das ist schon eine Embra 3, okay. Ich glaube, für großartig mehr reicht das gar nicht. Ah, 9, okay. Zu teuer. Hui. Brauchen wir gar nicht mehr laufen, kann man das Förderband benutzen. Dann bauen wir noch ein paar Motoren so per Hand. Oder? Das haben wir. Wir können schon wieder industrielle Lagercontainer bauen. Das ist schon mal gut. Thank you.
Schilder wären noch was Tolles. Moment, die kann ich gar nicht gebrauchen. Die Leiterplatten kann ich nicht untersuchen, ne? Nee. Nur Festplatten. Wer hätte der sein können? Bauen wir noch ein paar Statoren. Gut, das haben wir. Noch ein paar Stahlbetonträger. Gut, und noch ein Kabel. Dann bauen wir jetzt noch was, was die Rahmen baut. Haben wir ja schon ein Drittel. Mal gucken. Das müsste ja denn so ein Manufaktor sein. Ach, da brauche ich noch modulare Rahmen für. Oh, Mist. Dann muss ich wohl noch welche davon bauen. Komm ich hier irgendwo zerstörungsfrei runter? Skip.
Das muss auch nicht sein. Das skippen wir auch. Warum steht das Ding da eigentlich? Jetzt kommt die Kohle nicht schnell genug. Ist der Container denn hier leer oder was? Jo, ist er. Okay. Brauchen wir erstmal so einen Konstruktor. Wie kriegen wir das da hoch? Den mal da hochlaufen und wir den da hochkriegen. Das sind die Rohre, okay. Förderband ist zu steil. Für mich Eisenstange, ich drehe noch durch. Eisenstangen. I need Eisenstangen.
sammeln wir die hier weg. Ich glaube, das reicht. Ja. Jetzt klappt das. Brauchen wir da noch? Hier nicht. Mit hier. Okay. Sechs. Hier. Zu teuer. Müssen da auch noch Strom hochkriegen. Draht benötigt. Müssen wir wohl Draht holen. Das hilft ja denn alles nichts. So. Also Strömlinge. Wir sind ja fast an der Treppe. Ist ja nicht weit. Wie nicht genügend Freiraum. Sag nicht so was.
Wo ist das andere Zeug? Da ist das andere Zeug. Denn irgendwann Manufacturer. So, der kann in diesem modularen Rahmen bauen. Davon brauche ich gerne ganz einen Arsch voll. Müsste man hier dann wieder ein Segment rausnehmen. Das war halt wieder nach unten gelegt kriegen. Vielleicht sogar zwei Segmente, aber das wird nicht reichen. Wie machen wir das? Zu steil. Sag nicht, das ist immer noch zu steil, ey. Aua, das war ein bisschen zu hoch. Dann kommt das wieder zurück. Genau. Dann werden die modularen Rahmen hier
gefertigt. Gut, gut. Könnte schon reichen. Machen wir uns mal auf den Weg. Die Kohle noch ein bisschen schneller ranzuschaffen. Ich glaube, das ist eines der Hauptanliegen, die Kohle schneller herzukriegen. Hui, er schubst mich aber weg. Und hier kommt auch noch ein Förderband MK3. Jetzt kann er richtig aufdrehen. Nur läuft es in einer Tour. Njong. Gut. Jetzt müsste das doch gleich wieder mehr werden, dass sie sich das speichern kann. Schon mal ein bisschen was geschafft heute.
Wo ist mein Aussichtsturm? Ist die Leiter hier? Gut, gut, gut. Viel zu tun. Aber das machen wir einen anderen Tag. Vielleicht morgen, mal schauen. Ich bin ganz schön groggy heute durch die Arbeit. Naja, wir machen noch einen manuellen Speicherpunkt. Manual speichern. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bin vielleicht morgen wieder da. Werd da sehen. Twitter und so, ne? Poste ich. Ciao, ciao.